Ja, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Heute können wir euch wieder mal ein Auto präsentieren. Das ist absolutes automobiles Highlight. Das ist ein Mercedes 600 und zwar ein Pullman. Da sind noch 480 Autos von gebaut worden und wir haben hier einen Wagen in einem sensationellen Zustand. Der ist seit Jahrzehnten in einer Sammlung. Wir sind durch großes Glück jetzt rangekommen. Und da ich bei YouTube und sonst bei Filmen noch nie so einen Wagen habe fahren sehen, machen wir das jetzt. Ich muss mich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, weil der Wagen ist 6,24 Meter lang, wiegt 2,8 Tonnen. Und das ist eigentlich der Repräsentationswagen von Daimler-Benz und für Daimler-Benz schlechthin gewesen. Ist von der Bonner Republik damals bestellt worden, ist ein gewaltiges Auto, hat 4 Türen, es passen 8 oder 9 Leute rein, wenn man sich also eng setzt. Ein Riesengerät, wiegt 2,8 Tonnen, hat einen 112 Meter Tank. Ah ja, und alles andere erzählen wir euch nachher. Jetzt starten wir erstmal. Auf jeden Fall ist das wirklich ein absolutes Highlight. Und einen Top-Zustand hat der Wagen. Ja, also herzlich willkommen bei unserer Mercedes 600 Probefahrt, 600 Pullman Probefahrt. Ihr könnt sehen, es ist hier eine Scheibe hinter uns normalerweise, die kann man hoch und runter fahren, weil die Herrschaften, wenn die hinten mitgefahren sind, die wollten nicht, dass der Chauffeur vorne was hört. Jetzt mache ich mal hier die Scheibe zu, damit es nicht sieht. Hier vorne sind die 4 Fensterheber. Also die erste Besonderheit, das Auto ist hydraulisch. Wenn man hier das hoch macht, hört man nichts. Es ist nicht elektrisch, alles hydraulisch, funktioniert federleicht, federleise. Und jetzt hört man diese Wahnsinn 6,3 Liter Maschine, die uns nach vorne bewegt. Also wohlgemerkt, 6,24 Meter ist das Auto. Ich werde mich da jetzt ein bisschen an die Größe gewöhnen müssen. Damals sind ja die Fahrer, wenn Daimler-Benz die Autos ausgeliefert hat, ins Werk eingeladen worden für eine Woche Chauffeurkurs. Den habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Wir werden auch schön langsam fahren hier mit dem Wagen. Der hat, wie gesagt, in einer ganz tollen Sammlung gestanden, ist dementsprechend auch konserviert und restauriert. Das heißt, restauriert in einem Top-Zustand einfach immer gewesen. Und man spürt das. Wagen war bei Daimler-Benz, ist auch technisch revidiert worden und ist ansonsten innen im Leder original, was ganz selten ist. Also man kann das sehen, weil wir gerade hinten das Schiebedach offen haben. Also es gab sogar bei diesem Auto, er ist ja Baujahr 1972, hinten ein Schiebedach. Und da kann man sehen, es konnte man eben noch schöner sehen, als die Sonne auf das Leder schien. Das ist hervorragend original. Und bei einem guten 600er merkt man das auch am Geruch, wenn der original ist. Also der riecht hier noch original, das müsst ihr euch mal angucken. Das ist das edelste Fahrzeug, was Daimler-Benz gebaut hat. Der Wagen ist bis heute das Repräsentationsfahrzeug überhaupt von Daimler-Benz. Und davon 600er Pullman nur wenige, also es sind 480 Stück gebaut worden. Es gibt heute nur noch ganz, ganz wenige in einem wirklich guten Zustand. Die sind in den 80er, 90er Jahren sehr vernachlässigt worden. Es sind sehr viele Autos nach Amerika geliefert worden. Da hat sich keiner drum gekümmert. Weil so einen Wagen zu restaurieren, kostet ein Vermögen. Also das kann ich euch sagen, weil sämtliche Materialien sind nicht nur handverarbeitet, ist ja alles Handarbeit, bis hin zum Dach, was man per Hand geschliffen hat seinerzeit. Auch die Hölzer, die es hier gibt, das sind edle Hölzer, die man heute gar nicht mehr verbauen darf. Damals durfte man das. Das ist übrigens hier die Bergklimaanlage, was man sieht. Der Wagen ist bei uns noch nicht in der Pflege gewesen, wir haben ihn gerade bekommen. Aber heute haben wir absolut Traumwetter, haben wir gesagt, komm, machen wir gleich den Film. Weil bei Salz oder so kann man nicht fahren. Schaut euch das mal hier vorne an. Das ist die edelsten Hölzer vorne vor der Scheibe. Dann ist hier die Lederbrille. Das sind die Armaturen hier vorne. Alles aus edelstem Leder. Ist jetzt gerade beleuchtet. Ich habe vorne das Licht auch an. Schaut euch das mal an. Der geht bis 220 hier der Tacho. Laufen tut so ein Wagen 205 Stundenkilometer schnell. Trotz seines irren Gewichtes. Ich muss sagen, jetzt wo ich hier die ersten Meter fahre, also er fährt sich sehr leicht. Eine S-Klasse fährt sich gar nicht anders. Man merkt gar nicht, wie lang und wie schwer dieser Wagen ist. Hat eine ganz leicht gängige Lenkung. Ich habe hier vorne eben, das habt ihr gerade gesehen, hier vorne ist ein Hub, eine Hupe. Da ist ein Schalter für eine Hupe. Also es gibt hier die normale Hupe. Die geht gar nicht, die muss ich anschalten. So, die hört dann so sich an. Ja, das ist also absolut ein Schiffshorn. Ein absolutes Schiffshorn. Eine LKW-Hupe ist ja Wahnsinn. Aber passend zum Auto, also das muss man wirklich sagen, das Auto ist einfach fantastisch und ja.
ist ein Highlight. Also jeden, den man heute fragt, der sagt, ein Pullman-Mercedes, das war falsch. Die normalen 600er waren nur 5,54 Meter. Die heißen auch eine Mercedes 600, genannt der große Mercedes. Und das hier ist ein Mercedes 600 Pullman. Der ist fast einen Meter länger. Das muss man sich mal vorstellen. Das hatte dann zur Folge, dass da hinten praktisch ein richtiger Salon war. Da konnten sich die Herrschaften, die bewegt wurden, gegenüber sitzen. Das waren ja auch Regierungsfahrzeuge hier. Das ist auch der Grund, weshalb diese Autos heute mehr und mehr wieder gesucht sind. Es gibt viele Regierungen, die erkannt haben, was das für ein Repräsentationswagen ist und dass so eine Qualität auf die Art wie er heute gar nicht mehr geliefert wird. Also auch die Maybachs, die es heute gibt, kann man mit so einem Auto hier, mit der Grandezza, mit dem Auftritt, also überhaupt nicht mehr vergleichen. Also das ist was ganz anderes und ich weiß von vielen Aufträgen, wo man sagt, wir wollen so einen Wagen wieder restaurieren. Und ich kann euch sagen, das geht, kostet eine Million. Ja. Kostet ein unglaubliches Geld und so gesehen sind diese Autos, wenn die gut original erhalten sind, gar nicht mal so teuer. Was ich hier vielleicht mal ein bisschen empfehlen würde, wäre ganz leicht ist zu fetten. Wie gesagt, der Wagen kommt bei uns noch in die Aufbereitung. Aber er hat eine Qualität, auch hier die Teppichböden in Weinrot, das ist noch original, in einem vorzüglichen Zustand. Und das Schöne bei unserem Wagen, er hat auch Klimaanlage. Also oft hatten deutsche Autos keine Klimaanlage. Er hat das alles. Ich sag mal, er hat so eine Art Vollausstattung. Hier vorne ist die Heizung übrigens. Inklusive Klimaanlage unten drunter, ne, da kann man das hier erkennen. Hier sind die entsprechenden Hebelchen. Da ist die Temperatur, jetzt geht die Klimaanlage los. Gut, die brauchen wir jetzt nicht, können wir auslassen. Heute ist ja doch relativ frisch, wir haben draußen 10 Grad. Übrigens, er hat sogar noch diese tollen Ausstellfenster, könnt ihr hier vorne sehen. Guck mal, wie im Detail, wie gut das gearbeitet ist, hier der Chrom. Also wirklich, wirklich hervorragend. Es funktioniert alles an dem Auto. Wir suchen uns jetzt gleich mal ein schönes Plätzchen, wo wir ein bisschen Platz haben. Dann zeigen wir euch das Auto mal, weil der ist wirklich von einer Güte und einer Qualität. Übrigens auch die Farbe, Matching Colors sagt man, der ist die Farbnummer 172, was unser Wagen hat. Das ist Grau-Metallic, original, mit weinrotem Leder. Also ich finde es selten schön. Lest euch nachher mal vor, wer alles so einen Wagen gefahren hat. Das ist ja eine ellenlange Liste. Also wer in den 60er und 70er und 80er Jahren was auf sich hielt, der hat einen Mercedes 600 gehabt. Nichts anderes. Ah, jetzt fährt er herrlich. Er muss einfach mal, das spüre ich, so ein bisschen schön eingefahren werden. Er hat ein bisschen länger gestanden. Aber die Reifen sind top. Das Auto, ich hab's ja, wir haben es abgeholt gerade, stand auch auf Böcken. Also ich sag mal, da hat man drauf geachtet, dass die hydropneumatische Federung, Luftfederung auch nicht kaputt gegangen ist. Wie gesagt, technisch ist an dem Auto alles gemacht worden bei Daimler-Benz. Und er kommt halt eben aus einem sehr guten Hause, wo wichtig war, dass die Autos gut sind, wo man nicht auf 80 Euro geguckt hat. Es ist alles bei Mercedes 600 Spezialisten sonst gewesen, was den Wagen angeht. Alles in einem vorzüglichen Zustand. Dementsprechend ist er auch erhalten. Ja, ich sitze hier vorne. Wie gesagt, ich bin also jetzt optimal nach hinten gefahren. Hinter mir ist diese Trennwand. Mehr Platz hat man nicht. Und der Chauffeur, der musste halt, wenn es auf lange Strecke geht, da muss er wissen, er sitzt ein bisschen gerade. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Fahrerauto. Man kann das machen. Ich bin 1,84 Meter. Das funktioniert auch. Aber es ist eigentlich eher ein Wagen, wo man hinten sitzt, weil es ist für die Herrschaften gebaut oder für Regierungen und da brauchte man halt eben dieses Platzangebot. Schaut euch das mal an, die Hölzer hier. Also von was für einer Güte, das ist alles handgearbeitet. Hier ist nichts kaputt an unserem Auto. Da ist kein Riss im Holz, kein Abplatzer. Das Auto hat auch, denke ich, immer in Garagen gestanden, niemals der Sonne ausgesetzt. Was ganz, ganz wichtig ist und das, was man also jetzt in den 33 Jahren entdeckt hatte, was nicht ganz in Ordnung war, hat man in Ordnung gebracht. Das Auto ist seit 33 Jahren in dem Besitz. Ich habe es ja gesehen, wie er gestanden hat, also besser kann man ein Auto nicht lagern. Und ich weiß, dass in der Zeit der Eigentümer ca. 4000 Kilometer weit gefahren ist. So, jetzt fahren wir hier doch eine ziemliche Steigung, aber ich muss sagen, er macht das elegant. Also die 6,3 Liter Maschine mit 250 PS und dem Drehmoment von über 500 Newtonmeter kann also wirklich gut mit dem Auto umgehen. Jetzt haben wir wieder einen VW-Bus, ich werde verrückt. Ich hasse VW-Busse, tut mir leid, also das müssen wir schneiden, aber
Ich finde die Dinger so furchtbar, obwohl das der Briefträger ist. Na gut, der muss so ein Auto fahren. Der kann nicht im Pullman fahren. Den lassen wir jetzt erstmal wegfahren, weil gelb, das passt hier gar nicht zum Film. Wir wollen das ja wirklich zeigen hier in seiner ganzen Größe, weil das ist ein einmaliges Automobil. Und wenn man dann das Glück hat, so einen Wagen noch in so einer tollen Qualität zu zeigen, der Wagen ist in weiten Teilen Auslieferungszustand, ist allerdings mal komplett lackiert worden, weil die alten Metalliclacke, ich meine, das ist mittlerweile 50 Jahre alt, das Auto, haben das nicht immer so gut, das war so ein bisschen grau, wenn die dann so ein bisschen, haben dann nicht mehr so ganz die Qualität, werden so ein bisschen rau und ein bisschen stumpf, aber hat man sich entschlossen, ist egal, das wird einmal komplett gemacht in Originalfarbe. So, wo wollen wir anhalten? Hier, gerade Ebene, ne? Ja. Ja. Ja, hier ist gut. Ja, das ist einfach toll. Also so ein schönes Auto muss man mal zeigen. Ich gehe auch das mit euch gleich noch mal alles durch. Also hier ist die Automatik, hat Lenkradschaltung, habt ihr hier vorne gesehen. Ich mache ihn jetzt einfach mal aus. Licht mache ich auch aus. Hier vorne hat der Bäcker das Bäckerradio drin. Hier vorne alles Holz, konnt ihr sehen. Das sind die Klappen für oben. Chrom, also das ist alles von einer Güte. Ich weiß, dass ein Mercedes 600 komplett handbearbeitet ist, von Hand zu Hand, also von Hand zusammengesetzt. Hier vorne auch, wo normalerweise, schaut mal hier, das ist so die Mittelkonsole, das ist auch Leder. Normalerweise liegt da so ein Plastikteil heute irgendwie drin. Er hat halt eben Ledersitze. So, jetzt machen wir aber lieber die Handbremse fest, ne? Das ist noch das alte Modell, da tritt man drauf, so war das halt früher. Gab hier sogar für mich, für den Chauffeur, einen Aschenbecher. Schaut mal hier, auch der Aschenbecher, alles edelstes Leder. Also das ist wirklich ganz toll. Hier vorne ist der Spiegel von innen zu verstellen. Könnt ihr hier vorne sehen. Und da geht das Ex-Fenster, das Dreiecksfenster auf. So, jetzt steigen wir mal aus. Wir können ja mal die Türen öffnen bei dem Auto. Jetzt erkläre ich euch mal meinen Dienstwagen, den ich heute als Chauffeur fahren darf. 6,24 Meter lang, 2,8 Tonnen Leergewicht, 112 Meter Tank. Jetzt schaut euch mal die Länge an. Wir haben auch mal extra diesen schönen Platz hier gewählt, weil hier stehen wir nicht auf einer Straße, hier haben wir Platz. Hier sieht man mal, was das ein tolles Fahrzeug ist. Es gab sogar 6 Türer, die sind noch seltener. Da konnte man diese Tür hier auch öffnen. Das ist hier bei uns nicht der Fall. Das ist ein reiner 4-Türer. Auch hier hinten übrigens die Ausstellfenster. Also man konnte dann die Fenster runter machen, wenn man hinten saß. Und durch die Ausstellfenster hinten hat es nicht gezogen. Und also selbst wenn so ein Fensterchen heute fehlt, sind 2000 Euro weg, wenn man das Neue haben möchte. Also ich will über die Ersatzteilpreise gar nicht sprechen bei dem Wagen. Alles aus Leder, bestes Leder, hervorragend im Zustand. Hier ist ein bisschen Schmutz, das müssen wir abmachen. Aber wie gesagt, so ist der Wagen original ausgeliefert worden und das ist eine Sensation. Die Bank übrigens konnte man auch vor und zurück, das ist hier vorne Bank, war auch hydraulisch, keine elektrisch. Heute ist das ja alles elektrisch, gab es hier nicht und hier die Fenster wieder entsprechend. Hier die Beleuchtung für hinten. Ich setze mich da jetzt mal rein und ich zeige euch das mal, welcher hervorragende Platz man in so einem Wagen hat. Hier vorne sind übrigens Gardinen, das war eine Sonderausstattung, die mache ich mal zurück. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Ja, das kann man machen. Und man sitzt natürlich toll. Und wenn man Gäste dabei hatte, haben die vis-à-vis gesessen. Also man hat hier einen richtigen kleinen Salon gehabt. Und wenn man nicht wollte, dass die zugehört haben, dann konnte man die Scheibe hier vorne, das war praktisch die Trennscheibe, hochfahren. Könnt ihr das sehen? Das ist auch nochmal in edelsten Hölzern gefasst da vorne. Und dann hatte man einen kleinen Salon beim Fahren für sich. Niemand hat zugehört und man konnte entsprechend wichtige Gespräche führen. Hier in den Türen, wohlgemerkt, wir haben ihn noch nicht sauber gemacht. Alles Chrom. Also schaut euch das mal an. Ich kenne keinen Wagen, der mit dieser Güte gearbeitet ist wie der 600er. Da hier Zentralverriegelung, auch die ganzen Gummis, alles neuwertig. Ich weiß von den Besitzern, von den Vorbesitzern, dass sie haben alles machen lassen. Und es ist nichts an dem Auto, wo man sagen könnte, das ist alt oder nicht in Ordnung. Übrigens, es gab Modellwechsel. Es gab eine Serie 1 und eine Serie 2. Serie 2 dann ab 1969, Serie 1 war teilweise ein bisschen anfällig. Wir haben ein spätes Auto, Baujahr 72, und der hatte dann hier oben auch dieses irre Schiebedach. Also wenn man hier hinten gefahren ist, da gab es hier oben ein Schiebedach, was man schließen konnte. Jetzt ist es geschlossen. Was man öffnen konnte, war natürlich einmalig. Und wenn man hier hinten drin sitzt, und das sollte Paul vielleicht gleich mal machen, also sind ja wahrscheinlich 4 Meter vorne bis zum Stern. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist schon wirklich faszinierend, nicht? Jetzt schaut euch mal dieses tolle Leder an, da scheint gerade so schön die Sonne drauf. Da könnt ihr sehen, dass das hervorragend erhaltenes Originalleder ist. Das ist nicht übergemalt, gar nicht. So hat Daimler-Benz damals das Roseleder gebaut. Ja, und das ist hier so ein Wagen in der Qualität, meine ich, wirklich einmalig. So, Paul setzt sich jetzt mal neben mich und zeigt einfach mal,
wie das in so einem Wagen hier aussieht. Also hier vorne auch Klimaanlage. Da kann man das Autoradio vorne bedienen. Das war ja damals absolut hip hier. Also da vorne ist das Becker Grand Prix, konnte man von hinten aus auch bedienen. Defrost, hier ist die Klimaanlage drin. Hier sind die Sitze natürlich ebenfalls aus Leder. Da ist auch eine Musikbox drin, also Super Stereo, gab es halt 1972 noch nicht, das ging gerade erst los. Und da vorne ist die Trennscheibe. Und wenn man sich jetzt mal das anguckt, das muss man her, wenn ich fahre, mal zeigen, nicht? Das ist ja wirklich einmalig. Also es ist wahrscheinlich 4 Meter vorne bis zum Stern oder länger. Und überall, wo die Türen jetzt offen sind, Chrom. Also ich sag mal, es ist alles verkleidet im Auto. Edelste Hölzer, hervorragender Chrom, bester Chrom, der überhaupt zu produzieren war. Ja, und jetzt mache ich hier einfach mal zu. Schaut mal hier. Jetzt ist geschlossen. Hier ist auch zu offen. Warte, ob das runtergeht. Nee, geht das nicht. Ich muss den Motor vorne anmachen. Hier auch der Haltegriff. Nicht extra aus Plastik, etwa aus Plastik, wie das ja heute der Fall ist. Auch das ist aus Leder hier vorne. Es ist alles aus Leder. Auch die Haltegriffe hier oben. Heute sind diese Dingerchen hier aus Plastik. Bei einer S-Klasse hier sind sie aus Chrom. Also egal, wo man da guckt, auch dieses große, guckt euch das mal an hier. Das ist Chrom hier. Das ist heute alles Plastik. Bei den teuersten Limousinen bei Maybach ist das Plastik. Hier alles Chrom, Leder oder Holz und alles massiv nicht furniert. Also ich denke, ich kenne kein Auto mehr, was mit der Qualität gebaut wurde. Und wir haben hier die einmalige Möglichkeit, einen originalen 600er, der ist zwar mal repariert und detailweise restauriert worden, aber in dieser Qualität, so ein Auto, so authentisch, gibt es nicht. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, wir können aber ums Auto laufen. Wollen wir das machen? Ja, aber erstmal den Kühlschrank noch. Ach, einen Kühlschrank? Paul sagt, er hat einen Kühlschrank. Da drücken? Nee, einfach aufmachen. Ja, so, nee. Doch, drücken und dann zu. Ja, oh, das ist ja obercool. Da ist sogar eine Tafel Schokolade drin. Auch natürlich in Wagenfarbe, Weinrot. Das hat was. Obwohl das jetzt natürlich Schleichwerbung ist. Ich weiß nicht, von wann die ist. Von 1997. Also die ist schon ein bisschen älter. Ja, das muss man erstmal haben hier, ne? Zartbitter von 1997. Die lassen wir jetzt mal da drin liegen, aber passend in Wagenfarbe. Hier 4 Schnapsgläschen, ja, wie gesagt, Klimaanlage, Kühlschrank. Und schaut euch das mal an hier auch, wie die Qualität ist, nicht? Also das ist doch fantastisch, schaut euch mal das Holz an. Das sind halt Tropenhölzer, die hat man damals noch verbaut, heute nicht mehr erlaubt. Muss man wissen. Und was heute nachgebaut wird, hat längst nicht mehr diese Qualität. Teppichboden. Alles original, wir werden den chemisch reinigen, dass der jetzt diesen leichten Grauschleier nicht mehr hat. Also auch so, wie es original gehört. Ja, es ist also eine Qualität, die mir, schaut mal hier oben, das ganze Holz, nicht? Wie das auch sitzt. Das ist noch der originale Dachhimmel, der ist neuwertig, da ist überhaupt nichts dran kaputt. Das ist ja wirklich sensationell. Hier hinten, kleines Leselämpchen, wenn die Herrschaften lesen wollten, muss man hindrücken. Auch das Teil ist aus Chrom. Das kann sich natürlich jeder vorstellen, wenn diese Chromteile kaputt sind und man braucht die neu, was das kostet. Also man muss ein gutes Portemonnaie haben, wenn man so einen Wagen unterhalten und fahren möchte, weil das kostet einfach Geld. Und das war das Fahrzeug der Könige und das Fahrzeug der bedeutendsten Menschen der Menschheit hier. Susanne, das darf man ja nicht sagen, der Menschheit nicht. Nein, das ist natürlich wieder Quatsch. Also von ganz bedeutenden Menschen, sagen wir, konnte sich nicht jeder leisten. Soll ich das mal vorlesen, wer das Auto hatte? Das kannst du dann, ja, dann steige ich mal aus. Ja, mal so ein kleiner Auszug, wer eigentlich solches Fahrzeug oder wer, was die Eigentümer solcher Autos waren. Das war Elvis Presley, das war John Lennon, das war Astutis Onassis, der berühmte griechische Reeder-Milliardär, hatte auch so einen Wagen. Udo Jürgens, deutscher Sänger, Gunter Sachs, Reinhard May, Pablo Escobar, wisst sicher auch, wer das war, der hat auch genug Geld gehabt, um sich so einen Wagen zu leisten. Dann Liz Taylor, Coco Chanel, naja und so weiter. So, sogar Kaiser Hirohito hatte so ein Auto. David Bowie, Idi Amin aus Afrika. Also jeder, der was auf sich hielt, hat so einen Wagen gehabt. Es hat nicht jeder einen 600 Pullman gehabt, wie wir ihn hier haben. Das ist natürlich die größte 600er Limousine, die es gibt. Aber viele hatten zumindest auch einen normalen 600er. Und was es dann auch gegeben hat, das sei kurz mal erklärt. Es gab auch ein Landolley. Also 1965 hat der Queen Elizabeth Deutschland besucht. Die stand dann hinten offen in einem so langen Fahrgestell. Und da war ab hier vorne war Stoffdach, das ließ sich hier hinten versenken. Das war dann für gekrönte Häupter oder ja, wenn die halt eben Paraden abgenommen haben, war das ein Paradefahrzeug vom Landauli. Die kosten heute bis 3 Millionen Euro. Gab es nur 59 Autos, mehr nicht. Und die sind natürlich absolut gesucht. Wobei unser Wagen hier 600 Pullman in der Qualität ist wirklich eine Rarität und echt eine Sensation.
Also ich kann euch sagen, diese Autos in einer guten Qualität werden steil nach oben gehen. Es gibt Originale so gut wie gar nicht. Und dann darf man nicht vergessen, das ist mehr ein Auto von den späten Baujahren. Die haben technisch nicht so ganz die Probleme gehabt wie die erste Serie. Die waren so ein bisschen problematisch wegen der Hydraulik und so. Also der Wagen ist klasse und er hat noch dieses schöne originale Interieur. Das ist nirgends verblichen oder schadhaft und er fährt auch toll. Also wirklich ein ganz außergewöhnliches Auto. Ja, mein Kameramann Paul hat sich's mittlerweile hinten gemütlich gemacht. Man kann da die Beine richtig ausstrecken und das Auto fährt sich einfach toll. Also man spürt hier vorne auch welchen riesigen Radstand der hat. Der liegt total satt auf der Straße, der Wagen. Motor säuselt vor sich hin. Bei den 6,3ern habe ich den immer so als ein bisschen rubbelig empfunden. Hier überhaupt nicht. Möglicherweise hat er hier eine andere Abstimmung. Aber das ist ja so eine Riesenkarosse. Also ich wiederhole das nochmal. 6,24 Meter Länge. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Und ich muss mich eigentlich wundern, wie leicht er fährt. Er hat natürlich selbstverständlich hier eine Servolenkung. Übrigens ein ganz besonderes Lenkrad. Also man sieht auch hier vorne am Pralltopf vom 600er, dass das ein anderes Lenkrad ist als bei der normalen Serienproduktion von der Limousine. Oder vom Cabriolet seinerzeit, S-Klasse. Aber wie er fährt, ist einfach toll. Der dreht übrigens hier im Drehzahlmesser bis 5000 Umdrehungen, mehr macht er nicht. Tacho geht bis 220, 200 ist er gelaufen. Und er hat hier jetzt auf dem Tacho stehen 68.800 Kilometer. Also gut möglich, dass er insgesamt nicht mehr gelaufen hat. Das können wir aber nicht genau verifizieren im Moment. Ich weiß nur von den Besitzern, dass die mit dem Wagen 4000 Kilometer gefahren sind. Und das in 33 Jahren. So, er ist halt immer zu besonderen Anlässen, er hat auch mal Gäste vom Flughafen abgeholt. Es macht natürlich Eindruck, von einem 600 Pullman abgeholt zu werden. Das hat natürlich niemand und wir merken heute auch, wo wir hier rumfahren. Also das Auto wird sehr aufmerksam verfolgt. Ich weiß jetzt bloß nicht so ganz genau, ich meine ökologische Bilanz, ist seit 50 Jahren ist er immer noch wie neu. In der Zwischenzeit gab es 5 neue Autos, aber ich weiß nicht, ob Greta Thunberg jetzt jemals Fan vom Mercedes 600 Pullman wird, aber ist auch egal. Das ist was für Sammlungen entweder, das ist auch natürlich was als Geldanlage, ganz interessant das Auto. Oder wenn man jetzt irgendwie Regierungschef ist, in einem afrikanischen Land beispielsweise oder in Asien oder in Arabien, die finden so einen Wagen auch absolut klasse. Kann ich total verstehen, weil so eine Aussage, so ein Ausrufezeichen wie den Wagen, gibt es heute nicht mehr. Wenn man sich dagegen einen Maybach anguckt heute, natürlich auch ein tolles Auto, aber da kommt der einem richtig arm vor. Das ist richtig eine Klasse unten drunter. Was sie hier gebracht haben, Daimler-Benz, das war das Beste, was Deutschland leisten konnte im Automobilbau. Auch bis heute, das hat eine Anmutung, dieser Wagen, was man hier einatmet an Geschichte, an Qualität, an Fertigungs- ja, Qualität in jedem Detail. Also ich habe mal genau geguckt, die haben ja jedes Detail, hat man sich überlegt. Und der Hintergrund ist natürlich, Daimler-Benz hat mit dem Auto niemals Gewinn gemacht. Aber wenn die Tagesschau kam seinerzeit, da ist immer so ein Wagen vorgefahren. Das hat damals auch die Bonner Regierung gehabt, solche Autos. Und das ist natürlich, was das Image eines Unternehmens angeht, von Daimler-Benz seinerzeit, ist das natürlich wegweisend. Das kann man nicht anders sagen. Und damit haben die natürlich auch ihren Ruf unterstrichen. Und es ist schade, dass es sowas so heute nicht mehr gibt. Toller Wagen. Also, wie er hier lang gleitet, wie gesagt, luftgefedert, man spürt das. Ist auch schön, alles in Ordnung bei dem Auto. Muss aber eins wissen, die Technik ist ein bisschen anfällig beim 600er. Und es kann immer mal was sein. Und das kostet dann natürlich auch immer mal Geld. Das darf man nicht vergessen. Das ist hier kein Spielzeug, das ist schon ein ganz großes Kino, der Wagen. Und selbst diese, mittlerweile sind wir, wenn Paul hier drin sitzt, über 3 Tonnen. Also er schiebt hier ganz gelassen hoch. In keinster Weise irgendwie stressig. Also man gleitet dahin und ja, so sind Könige gefahren. Auch Shah Reza Pahlavi hatte so einen Wagen aus Persien seinerzeit. Das ist einfach die Königsklasse. Der Mercedes 600 ist die Königsklasse. Das ist die letzten Jahrzehnte ein völlig verkanntes Auto gewesen. Aber ihr könnt euch fest drauf verlassen, das ändert sich gerade. Das spüren wir. Die Ersatzteilpreise sind auch durch die Decke gegangen. Man muss genau wissen, wen man fragt, wenn man Teile braucht, wer die wirklich hat, noch die Originalen. Weil das ist oft so, dass Nachbauteile einfach nicht mehr die Qualität haben. Auch das ist ja damals Handfertigung gewesen. Und das auf allerhöchstem Niveau. Also besser geht das einfach nicht. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, wir haben, wenn wir 600 Filme gedreht haben, immer ganz hohe Aufrufzahlen gehabt. Aber einen Pullman haben wir bisher noch nicht gehabt.
Ich bin ganz sicher, dass der Wagen hier weltweit gesehen wird. Deswegen geben wir uns heute auch ganz besondere Mühe. Haben auch das große Glück mit dem Wetter, können also jedes Detail wirklich filmisch gut festhalten und zeigen. Bin mir sicher, dass das bei Daimler-Benz auch gesehen wird. Und man kann ja nur hoffen, dass der Herr Chelinus sich mal ein paar Gedanken macht, vielleicht doch wieder auch sowas aufzulegen. Ein absolutes Repräsentationsfahrzeug, was seinem Namen auch wirklich alle Ehre macht. Nicht einfach nur eine aufgepumpte S-Klasse und den dann Maybach nennen, sondern wirklich erste Klasse auch liefern. Und das ist das hier gewesen. Definitiv. Ich kenne kein Auto, was das bis heute hier toppt. Ist mir nicht bekannt. Er fährt ja auch schön leise, ne? Übrigens, der fährt besser jetzt, ne? Merkst du das? Ja, ein Auto muss immer ein bisschen gefahren werden. So, jetzt haben wir noch mal ein schönes Stück Landstraße vor uns. Er hat ja auch, oh, er zieht auch schön hoch. Er beschleunigt auch gut. Also das Auto ist auch wirklich zügig unterwegs. Man merkt das leichte Wanken von diesem langen Fahrgestell der tollen Luftfederung. Also Bodenunebenheiten spürt man nicht, die werden weggebügelt. Ein Wahnsinnsauto. Jetzt fahren wir gerade einen Tick über 100. Glücklicherweise auch wenig Verkehr, trockene Straßen. Also er fährt sich toll. Ich muss sagen, ich wundere mich. Das Auto kommt mir vom Fahrgefühl viel, viel kleiner vor. Viel, viel kleiner. Fantastischer Wagen. Einmaliges Auto. Tja, das ist großes Kino und vor allen Dingen ist das hier echte Cargold-Qualität. Mehr können wir nicht bieten. Also ich bin einmal gespannt, ob es wieder Kommentare gibt, die irgendwas finden. Also ich jedenfalls habe nichts gefunden. Das Auto ist sensationell, aber ihr könnt da gerne auch mal negativ kommentieren. Das ist schon in Ordnung. Ich lerne auch gerne dazu. Ich weiß natürlich auch nicht alles bei den Autos. Aber eins weiß ich, das hier ist großes Kino. Das riecht man übrigens auch. Der riecht noch wie bei Produktion. Einmalig. Ja, noch mal kurz aussteigen vor der Kirche. Sitz des Papstes, hier vielleicht nicht direkt, aber Petersdom ist ein bisschen größer. Aber auch die Kirche hat solche Fahrzeuge gehabt und nicht nur einen, mehrere davon. Das war einfach auch für die katholische Kirche das Fahrzeug. Schaut euch mal an, was das ein prachtvoller Wagen ist vor so einer Kirche. Das ist einfach fantastisch. Oh, Licht ist an, ne? Warte mal. Ja, Mercedes 600 auf großer Fahrt. Das Auto wurde ja auch genannt, großer Mercedes. Es war einfach der große Mercedes von Daimler-Benz. Was Besseres haben die nicht gebaut. Und ab 1963 war es das Nonplusultra, was man kaufen konnte. Sind übrigens nur insgesamt 2700 Exemplare gebaut worden. 2400 davon waren kurz. Also das normale Modell, das war 5,54 Meter lang. Und er hier 6,24 Meter. Da gibt es nur wenig über 400 und ich sag mal, die Hälfte ist heute schon garantiert kaputt oder ist gar nicht mehr existent. Und dann noch in der Qualität eine absolute Rarität. Also das Auto hier ist eine absolute Rarität. Das wird man so gut wie gar nicht mehr finden. Und wenn einer so einen Wagen hat, der gibt ihn gar nicht ab. Ja, vielleicht mal ganz interessanter Vergleich aus der Zeit. Der Wagen war seinerzeit 1963, 64 so schnell wie ein Porsche 911. Der ist 205 Stundenkilometer schnell gewesen. 911 gab es ja ab 1965, waren auch nicht schneller. Nur dass das Auto hier fast 3 Tonnen Leergewicht hatte, das muss man sich mal vorstellen. Also was da konstruktiv Daimler-Benz auf die Beine gestellt hat, das war damals übrigens Fritz Nallinger, war praktisch Projektleiter bei Daimler-Benz von dem Wagen. Also das ist nicht zu toppen. Und man muss sich manchmal die Frage stellen, warum man sowas heute nicht mehr baut, warum man nicht auf diese tollen Materialien setzt. Diese Anmutung in so einem Auto, die ist einfach einmalig. Also das ist, ich kenne nichts Besseres. Und da kommt auch Rolls-Royce nicht mit, das ist meine Meinung. Das ist einfach besser hier. Dermaßen gediegenes, tolles Auto. Ja, jetzt sind wir ungefähr 20 Kilometer gefahren mit unserem 600er. Also ihr hört das ja, ich bin absolut begeistert von dem Auto. Mehr kann Automobil nicht sein. Also ist natürlich kein Rennwagen, klar, das ist hier eine andere Abteilung. Aber der 600 Pullman ist die Königsklasse bis heute. Und ich kenne nichts Vergleichbares, was diesen Wagen toppt. Auch wie er fährt. Total modern. Total modern, wie er hier rüber schwebt. Ich kenne die Strecken hier so ein bisschen, die rubbeln manchmal. Er schluckt das alles weg. Hat ja auch riesige Reifen. Hat schon die etwas moderneren Radkappen auch drauf. Daran erkennt man die zweite Serie. Die gab es so ab Ende 69. Und wenn man hier vorne sitzt, spürt man gar nicht, wie lang der hinten ist. Das merkt man überhaupt nicht.
weil die Maschine auch dermaßen Drehmoment entwickelt, dass sie überall ganz leicht mit diesem großen Schiff umgehen kann. Und merkst, wie schön er fährt jetzt. Ist ja wirklich toll, ne? Ein tolles Ding, ein tolles Auto. Ja, da vorne ist wieder Beuerberg. Paul hat noch mal hinten das Schiebedach aufgemacht und genießt gerade, wie es hinten ist, mit dem offenen Schiebedach zu fahren. Ich kenne auch sonst, weiß gar nicht, gibt es noch weitere Autos, die hinten ein Schiebedach haben, kenne ich gar nicht. Aber bei der Größe des Autos war der Chauffeur einfach nicht so wichtig, sondern vor allen Dingen hinten die Herrschaften, die mitgefahren sind. Deswegen ja auch der Trainingskurs für Chauffeure hat Daimler-Benz damals gegeben. 600er wurde immer ausgeliefert mit einer Woche Trainingskurs für einen Chauffeur. Man musste einfach wissen, was das hier alles ist und wie das alles funktioniert. Tolles Auto. Ja, da ist Beuerberg. Ich muss natürlich entsprechend ausholen, weil der Wagen entsprechenden Radius hat. Soll ich ausmachen? So, ich möchte euch jetzt noch mal ein paar Details zeigen, weil das ist es bei dem Auto wirklich wert. Also nicht nur, wie der Chrom hier sitzt und in welcher Qualität er ist. Der Chrom hat überhaupt keine Pickel. Das ist alles neuwertig. Wobei wir noch nicht aufgearbeitet haben. Schaut euch mal diese dicken Zuziehgriffe hier an. Also alles aus Chrom. Also man kann das im Automobilbau nicht wertiger machen. Auch das Holz hier, wenn ihr euch das Holz mal anschaut, in einer Qualität wie neu. Also daran sieht man ein wirklich gepflegtes Auto. Und die haben hier unten, wo Holz auf Holz stößt, sind so ganz kleine Filzplättchen, damit das Auto nicht ächzt und nicht kratzt. Ich kenne so viele neuere Autos, die machen Geräusche. Das tun die nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Filz hier seht. Und das ist noch vom Werk in Sindelfingen. Und das ist halt eben die einmalige Qualität auch hier. Ledergriffe, Lederauflage. Nicht ein Kratzer, nichts kaputt. Die Zuziehgriffe, schaut mal hier, neuwertig. Dann hier die ganze Beleuchtung für die Fenster hoch und runter. Das muss die Trennscheibe sein, ne? Machen wir jetzt die Zündung aus. Da geht die. Das sollte man noch mal zeigen. Ne? Mhm. Willst du, ja, das machen wir doch mal. Soll ich noch mal? Ja. So, wenn man jetzt im Vorplatz Platz genommen hatte, hatte man hier alle möglichen Hebelchen und Helferlein. Und das hier ist die Trennscheibe. Das könnt ihr hier vorne sehen. Schaut mal, die fährt sich nach oben. Wenn man also allein sein wollte, hat man die Scheibe hochgefahren und man war für sich und der Chauffeur hat überhaupt nichts mitbekommen. Das ist der Schalter hier, das sind die beiden Fenster hinten und das hier ist die elektrische Bank. Auto hatte sogar eine elektrische Bank. Schaut mal hier, die fährt sich nach vorne. Hydraulik aber wohlgemerkt, keine Elektrik. Seht ihr das? Elektrische Bank, Fenster ist jetzt oben. Ich fahre das Fenster mal wieder runter. Schaut mal. Nee, soll ich das nochmal machen gleich? Dass du es jetzt siehst. Jetzt mache ich noch mal das Fenster wieder runter nach vorne hin, seht ihr das? Und lass auf ein Drittel stehen. Das war die Scheibe nach vorne hin. Man hatte einen Salon vollkommen für sich. Das ist richtig Luxus. Also vielleicht auch noch mal das, weil so eine Tür sieht man ja nicht jeden Tag. Bitte mal im Detail gucken. Schaut euch mal diese Chrombeplankung an. Das ist doch wirklich einmalig. Was das für Teile waren, für eine Qualität. Und so versteht man eben auch, dass der Wagen 2800 Kilo Gewicht hat. Nicht? Da kommt das nämlich her. Und wenn das dann noch so erhalten ist, klasse. Ich kann euch nur davor warnen, euch einen schlechten Pullman zu kaufen, weil die sind fast alle nicht in Ordnung. Wenn ihr da anfangt zu reparieren, vergesst es. Ich weiß mittlerweile von Kunden, die haben Reparaturrechnung für so einen Wagen über 1 Million Euro bekommen. Und das ist noch nicht das Ende. Hier, erste Klasse, hat es gemacht. Wie er aussieht. 6,3 Liter mit 8 Zylindern in Reinkultur. Links und rechts sind die entsprechenden Hebelchen, um ihn aufzumachen. Ja, so. Das ist die Maschine. Man kann in Details erkennen, dass da alles gemacht ist. Bei Mercedes mit Rechnung. Also wirklich ein hervorragendes Triebwerk, ein hervorragendes Auto. Ist da auch egal, wo man guckt, ist alles in einem Top-Zustand. Ob das jetzt die Chromringe sind hier vorne. Das ist alles perfekt angepasst, das sitzt alles, diese riesige Stoßstange. Wohlgemerkt, Auto war noch nicht im Service bei uns, wir haben ihn gerade erst bekommen. Das wird alles noch besser aussehen. Wir brauchen bestimmt 2 Tage, bis wir den richtig aufbereitet haben. Aber echt, also, das ist wirklich die Königsklasse. Ja,
damit möchte ich mich bei euch verabschieden. Hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich denke, das wird bestimmt ein legendärer Film, weil noch nie jemand hat einen 6er Pullman bei YouTube gefilmt. Wir haben es jetzt mal gemacht. Und das mit einem Auto im Auslieferungszustand. Mal davon abgesehen, dass er einen neuen Lack hat, aber die Originalfarbe hat der Wagen sonst so viele originale Details. Das gibt es normalerweise woanders nicht. Also, alles Gute, euer Stefan. Bis zum nächsten Film und tschüss.